Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf PeopleTube zu Folge Nummer 9 von Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Edition. Wir spielen Teenage Mutant Ninja Turtles fürs Nintendo Entertainment System. Wir haben, wie ihr seht, wir sind in Area 1. Ich habe keine Ahnung, haben schon sehr viele Gegner verloren. Für mich ist es eine neue Spielstation. Ich habe keinen Blassen schon mal, wie hier was funktioniert. Na geil. Wir haben nur noch Donatello. Kann ich hier nach oben schlagen? Kann ich. Okay. Eigentlich wollte ich nach oben schlagen. Kann ich hier durch das Ding durchschlagen? Ja. Okay, das ist ja schon mal was? Okay, vielleicht noch nicht. Habe ich jetzt Leben bekommen? Ah, ich bin hier Special Move. Nein! Okay. Das war jetzt nur die Testvariante. Ich möchte das gerne weiterspielen. Also ich möchte gerne mal gucken, wie weit wir kommen. Ich mache natürlich Continue. Warum funktioniert das nicht? Ist das Spiel abgestürzt? Ah, Start wäre der Button der Wahl gewesen. Wir haben wieder alle. Und wir sind... Hier ist ein komischer Button. Ich erinnerte mich, dass da irgendwas war. Ich muss mich erst dran gewöhnen, dass wir wirklich eigentlich nur zwei Tasten haben. Und ne, Schultertasten gab's noch nicht. Ja, geil. Zumindest kommen sie nicht zu uns geschissen. Okay, wenn sie aus dem Bild sind, sind sie auch erstmal weg. Ich gebe mir wirklich, ich probiere das wirklich entsprechend zu spielen. Aber es ist halt gar nicht so einfach. Also, wie erwähnt, habe ich glaube ich in der letzten Folge schon mehrfach erwähnt, dass zu diesem Zeitpunkt, als diese Spiele entstanden sind, Entwickler und Computerspieler, beziehungsweise in dem Fall Super Nintendo Spieler, jetzt nicht die besten Freunde waren, sondern es ging natürlich darum, wenn ich 120 Mark für dieses Spiel ausgegeben hatte, dass ich damit halt auch ein bisschen Zeit verbringe und nicht nach 3 Stunden durch bin. Grüße an Turtles in Time. Kommen wir wieder runter? Friendos? Ah, wo kommt er denn her? Ich will mich nicht beschweren, aber ich sehe viele da oben. Alter! Ich muss zwingend. Ah. Wieso hat er mich denn jetzt getroffen? Ich glaube, wir werden nicht so richtig weit kommen. Also ich werde das hier noch ein paar Mal probieren. Wir werden ja wahrscheinlich besser von Mal zu Mal, hoffe ich. Nein. Also ich habe jetzt. Tja, wie kann ich die auswählen? Warte mal, ist halt kurz zurückgespult, Entschuldigung. Steuerung. Waffe tauschen, okay.
Oh. Das ist ja uncool. Wieso landet der direkt? Also die Ninja-Stellen sind mega mächtig. Okay, wir haben den ersten Screen geschafft. Ich will's bloß. Ja, okay. Vielleicht hätte ich sie mir aufheben sollen. Es ist ja die Frage, gehe ich in das Haus nochmal rein? Wo die Panzer hier rumfahren? Wieso laufen denn hier auch Leute rum? Ah, der Panzer. Warum? Das ist doch unfair. Ich will mich nicht beschweren, dass ich den Typen eigentlich nicht sehe. Kann ich eigentlich irgendwie blocken oder so? Nein! Ah, komm, wo hat er mich denn getroffen? Ah, warum? Bei Leo tatsächlich, oder bei Donatello gerade ein bisschen doof, wenn ich da in die Hocke gehe, macht er nicht. Kann nicht in die Hocke gehen. Aber es ist halt auch kacke! Warum? Alter, jetzt habe ich noch zwei Leben. Das reicht doch nie im Leben. Ist doch scheiße. Ich glaube, hier in dem Lagerhaus ist der Boss. Kann ich hier nicht? Aber ich glaube, das ist egal. Ja, die tauchen eh wieder auf, also es ist. Ist glaube ich tatsächlich scheißegal. Weil zumindest diese Flugviecher werden bestimmt nochmal auftauchen. Und ich muss ja noch zurück. Es braucht halt auch immer tatsächlich ein Weilchen, bis es reagiert. Nein. Das hat mir natürlich alles null gebracht. Ja, natürlich, bei Kettensägen Joey ist auch wieder da. Oh. Aber wenn man halt nichts anderes hat, deswegen bin ich ja immer zufrieden über die heutige Zeit. Man hat ja eher zu viel zum Spielen, als dass man zu wenig hat. Jetzt bin ich halt eigentlich mit 2 Energiepunkten mehr rausgegangen. Hier fährt so ein Panzer rum. Wie fahren die? Kann ich hier in das Gebäude gehen? Nee. Geh weg! Nee. Ach kommt!
Ich meine, das kann nicht euer Ernst sein, dass hier jedes fucking Level mit. Ja, du wirst erstmal getroffen. Beginnt. Ja, komm runter von der Sonne. Okay, hier war ich eben gerade schon mal. Hier gibt es jetzt diese Special-Funktion. Wer ist er denn? Mr. Froschmann. Und nu? Das war hier nur mal ein Gag oder was? Und Mr. Das kann ja nicht ernst sein. Leute, ich habe Mr. Froschmann besiegt. Und sterbe jetzt an Mr. Sandwirbelsturm. So. Jetzt schaffen wir es jetzt ja mit Leonardo weiter. Ich finde es eigentlich übrigens mehr als witzig, wie Leonardos Schwerter reagieren. Jetzt sind hier wieder die zwei Heinis. Ja, komm runter. Ich werde besser, würde ich sagen. Ohne Turtles-Verlust und mit voller Energie aus dem Raum raus. Okay, ich muss hier rein. Oh, ich habe die Ninja-Sterne, die nehmen wir gleich mal. Oh. Ah, natürlich 5 verschwendet, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. So, hier war Bebop, ne? Wir nehmen mal die Ninja-Sterne. Das ist Rocksteady. Okay, mit Ninja-Sternen geht der relativ gut. Lieber halten wir uns mal. Also ich werde jetzt nicht in das Lagerhaus gehen, weil ich relativ viel Energie habe. Eigentlich will ich auch nicht hier reingehen. Jetzt müssten ja hier die Panzer kommen. Kann ich hier schon? Nee. Ja, willst du? Okay. Nachdem offenbar Froschmann kein richtiger Bossgegner war. Ah, fick dich. Magst du bitte runterkommen? War auch Kettensägen, Heini Man. Eher kein Bossgegner. Aber hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Haben wir nicht?
Alles stirbt mit One Kill, aber nicht ihr oder was? Warum habe ich das jetzt gemacht? Hier ist ja nichts. Einfach weitergehen müssen. Ich sterbe. Ich glaube, ich nehme Donatello. Okay. Ich muss ja einmal ganz kurz die Taste, das war zurückspulen. Strategieleitfaden. Es gibt hier nämlich, das ist das glaube ich, ne? Kann ich hier zoomen? Okay, das probieren wir nämlich. Ich glaube, das kommt jetzt hier nämlich. Kommen wir da wieder hoch? Nein, nicht. Okay. Machen wir gerne so. Wir wollen zumindest mal die zweite Welt sehen. Also ich glaube, reicht dann auch. Wir haben ja noch mehrere Spiele. Jetzt habe ich hier quasi fast eine halbe Stunde mit dem Spiel. Also ich will jetzt die halbe Stunde fertig machen mit dem Spiel. Das auf jeden Fall. Don't let the Food Clan destroy the dam. You have my support. Man erkennt jetzt oben an dem Dings. Cool, und wechselt die Farbe vom. Wir nehmen Don weiter. Hier geht's nicht weiter, ich muss nach oben. Lassen wir die Viecher mal durch. Zum Glück ist dieses Piepsen nicht so. Ah, Kettending Heidi! Ah, fuck it. Habe ich, behalte ich meine Dings eigentlich? Nein, ich behalte die. Ein Moment. Ist gerade mein Podcast angegangen. Ich bin verwirrt. Also wenn ihr gerade Stimmen gehört habt, dann waren das die Jungs von The Pod. Warum kann ich die nicht? Aha, fuck you.
Helfer, was ist er denn jetzt für einer? Warum kommt hier nicht Kettensägenmann? Die Fliege? Ist die Fliege der Boss? Nein, das ist nicht die Boss! Es ist nicht... Alter! War der da? Es wundert mich jetzt gerade sehr, dass mein Podcast hier angegangen ist. Ist ja nicht... Ja, natürlich. Dieses Frame-Flackern könnte ich übrigens ausschalten. In den Optionen, würde ich sagen. Aber ich kann halt gar nicht... Ich weiß gar nicht, wie ich gegen mich... gegen die wehren sollte. Da oben? Ja, komm runter. Wo noch einer? Okay, das sind nicht die Bosse, die mir hier die Schwierigkeit machen. Oder eher das Aufsteigen. Oh, ehrlich? Es gibt ja keinen Schnelllauf, also vermute ich, man kommt hier nicht hoch. Also muss ich... Mann, ich kann gar nicht... In das Ding... Das Ding auf der Bildschirmmaschine ist, habe ich gar nicht gesehen. Ah. Na los, Mike. Also auch bei denen weiß ich nicht, wie ich sie besiegen soll. Bei denen, ja okay, warten, bis sie runterkommen und dann... Noch einer. Aber das Geile, dass die Fliege tatsächlich erst verschwinden musste. Das Scrolling ist halt absolut morgs. Hallo, es kommt runter. Freund der Sonne. Wieso kannst du denn... Naja. Warum kommt da immer mehr Viech hier? Schnell hoch? Nein! Aha. Alter! War gerade ein Kettensäge?
Aber wie? Jetzt habe ich gedacht, ich duck mich mal. Also, wir haben es jetzt ja 30 Minuten gespielt. Ich glaube, das ist ein guter eine gute Anzeige dafür. Ich habe euch das Spiel gezeigt, sagen wir es so. Ich glaube, wir werden nicht weiterkommen bis zu diesem Damm, ohne dass ich schreiend rausrenne. Also, man hätte jetzt dazwischen speichern können, aber es gibt ja mindestens 4 von diesen Oberwelten. Und das ist mir tatsächlich. Naja. Ich hab's euch gezeigt. Und darum geht es ja eigentlich durchspielen. Ja, ich habe irgendwann mal am Anfang gesagt durchspielen, aber da dachte ich auch, es sind ja alte Spiele, die sind ja mal relativ einfach und mit meinem neuen Moveset und können, weiß ich das. Naja. Lassen wir das mal. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei hier auf PibbleTube bei Teenage Mutant Ninja Turtles, die Cowabunga Edition. Bis dann, ciao!